machen kann. Wahrscheinlich kann man, wenn man spirituelle Fähigkeiten hat, einiges von der Wissenschaft verstehen. Und man vermutet heute, wenn man mit Wissenschaftlichkeit an die spirituellen Themen herangeht, da wird man überhaupt nichts verstehen. Wahrscheinlich stimmt beides nicht ganz. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass eben ein sehr großer Unterschied und eine starke Differenz besteht zwischen dem, was man wissenschaftlich verstehen kann und dem, was man spirituell oder durch Gefühl und ähnliche nicht logisch beschreibbare Dinge erfassen kann. Die Wissenschaft grenzt sich in gewisser Weise von diesen Erfahrungen ab und es kann natürlich nicht aufgehen, wenn sich die Wirklichkeit in zwei Bereiche aufteilt, in einen Bereich, der wissenschaftlich verständlich wird, in einen Bereich, der sich der Erkenntnis verschließt. Wir sind in gewisser Weise gezwungen, auch wenn wir Wissenschaftler sind, uns der einen Seite zu öffnen, um die Wahrheit ganz zu verstehen. Und wir müssen als Spirituelle auch gewisserweise anerkennen, dass es Dinge gibt, die nur dann verständlich erfassbar sind, wenn sie sich dem logischen Denken nicht verschließen. In gewisser Weise befindet sich die Realität immer zwischen diesen beiden Bereichen. Wir sind keine reinen logisch denkenden Menschen. Ein großer Teil unserer Erkenntnis verdanken wir Dinge, die wir wissenschaftlich nie verstehen können. Und damit möchte ich auch einen Vortrag beginnen, damit Sie erstmal sehen, wie die Realität wirklich aussieht. Wenn ich jetzt 21, 22 sage, dann finden in jeder Ihrer Zellen, wir haben also 10 hoch 13 Zellen, das ist eine gigantische Zahl, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. In jeder dieser Zellen finden 100.000 chemische Reaktionen statt. Also wenn ich jetzt 21, 22 sage, sind in jeder ihrer Zellen 100.000 chemische Reaktionen abgelaufen. Muss man sich mal vorstellen, und man kann sich das nicht vorstellen. Das ist schon ein Bereich, der sich mehr oder weniger nur spiritueller Erfahrung erschließt. Und wir stehen vor dem Problem, wie sollen wir das verstehen? Selbst wenn wir es rational verstehen könnten, hätten wir überhaupt keine Vorstellung, wie wir uns das praktisch zunutze machen können. Auch wenn Sie heute einen Biochemiker fragen, wie das abläuft, eigentlich müsste bei einer Evidenz-based Medizin, und wir wollen ja eine Evidenz-based Medizin betreiben, eine Arzt, der Sie untersucht, auf die Frage, schreiben Sie mir erstmal diese 100.000 chemischen Reaktionen ab, die jetzt in meiner Zelle ablaufen, dann ist das, was Sie mit mir machen, evidenz-based. Aber wenn es nicht geschieht, ist es nicht evidenz-based. Wissenschaft verlangt, dass jede Reaktion, alles, was wir erfahren, was wir uns zunutze machen, was wir den Menschen antun, auch wissenschaftlich zugänglich gemacht werden soll. Sie sehen also, wie weit wir in der Realität, in der Wirklichkeit davon entfernt sind, auch nur das zu verstehen, was wir machen. Warum versteht es der Chemiker nicht? Nun, er hat gar kein Instrumentarium, das zu untersuchen. Es ist völlig unmöglich, 100.000 chemische Reaktionen pro Zelle, eine Zelle hat ein Volumen von 10 um das 9 Kubikzentimeter, nun überhaupt technisch zugänglich zu machen. Abgesehen davon, dass das nicht geht, ist auch diese gigantische Zahl, selbst wenn er das könnte, so immens groß, dass es Jahrhunderte dauern würde, bevor wir überhaupt eine Sekunde, diese eine Sekunde, in der 100.000 chemische Reaktionen ablaufen, aufnehmen können, registrieren können, um es zu nutzen machen können. Wir sehen, wie weit die Realität von dem entfernt ist, was wir daraus gemacht haben.
haben sie die Realität geteilt in einen wissenschaftlichen Teil, der wissenschaftlich zugänglich ist. Und das ist sehr wenig. Kein Chemiker kann Ihnen sagen, welche Reaktion jetzt an welcher Stelle wo stattfindet. Das ist aber lebenswichtig. Wenn nur eine einzige Reaktion an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt stattfände, wären wir in unserem Leben ernsthaft bedroht. Wir wissen ja nicht, welche Moleküle außerhalb der Reihe dann möglicherweise als Giftstoffe oder toxische Stoffe uns gefährden. Wir sind also in unserer Wissenschaftlichkeit weit von dem entfernt, was nötig wäre, um Behauptung auszustellen, unsere Medizin sei wissenschaftlich. Das ist weit von der Wissenschaftlichkeit entfernt. Die Frage ergibt sich, wie macht es die Zelle? Wie schafft sie es, nur zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die richtige Reaktion ablaufen zu lassen? Das ist eine Aufgabe, die technisch zu lösen völlig unmöglich ist. Die Informationssysteme, die wir technisch beherrschen, Radio, Rundfunk, was auch immer das Flugzeug, die sind im Vergleich zu dem, was wir lösen müssen. Völlig irrelevant. Was wir wissen müssen, um wissenschaftlich zu sein, ist eine gigantische Flut von Informationen, die wir weder beherrschen können, die wir wieder auffassen können, die wir technisch nicht einsetzen können, aber die Natur macht das. Die Natur hat im Laufe der Jahrtausende, ja Millionen von der Evolution Instrumente erzeugt, die wir Lebewesen nennen, die unsere technischen Möglichkeiten gigantisch überlegen sind. Das führt dazu, dass wir auch wenn man allein nur diese Tatsache beherzigt, sich sagen muss, wie ehrfürchtig müssen wir dem Leben begegnen, um das wenigstens seelisch, mental zu verkraften. Und was ist daraus geworden? Wir bilden uns ein, wir wissen alles. Die Wissenschaft wird immer wieder gefragt, es ist unwissenschaftlich, wenn jemand etwas tut, was er im Reagenzglas nicht nachweisen kann oder was er rational nicht verstehen kann. Wir müssen uns immer wieder sagen, im Wesentlichen läuft das, was uns begegnet, auch als Wissenschaftler, irrational ab. Natürlich versteht man diese Reaktion auch nicht, wenn man sagt, ich bin jetzt spirituell begabt und ich weiß, was da im Einzelnen dort abläuft. Auch das ist ein Geheimnis, auch da wissen wir sehr wenig. Wir wissen nur, dass wir uns gegenseitig beeinflussen können mit Worten, mit Informationen. Wir wissen, dass diese Beeinflussung, die wir untereinander durchführen, die wir ständig haben, dass die nicht begrenzt ist, dass die Kommunikation nicht aufhört, wenn ich aufhöre, jemandem etwas zu sagen. Wir können da kommunizieren, nicht allein mit verbalen Informationen. Wir können kommunizieren allein dadurch, dass ich an jemanden denke. Wir wissen nicht, was da abläuft, wenn sich die Menschen gegenseitig dadurch beeinflussen, dass sie anwesend sind, dass sie überhaupt existieren, dass man an sie denkt. Wir wissen nicht, was abgelaufen ist, um nur ein Beispiel zu sagen, in dem Zweiten Weltkrieg, als viele Mütter, sehr deutlich und sehr gut nachweisbar immer wieder gesagt haben, sie wissen jetzt genau, jetzt an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt ist mein Sohn in Russland gefallen. Ich habe das später bestätigt bekommen. Was läuft da ab? Woher weiß die Mutter, dass der Sohn genau zu diesem Zeitpunkt gefallen ist? Oder woher weiß ich, wenn ich jetzt zum Telefon greife und das Telefon geklingelt hat, woher weiß ich,
Und viele haben diese Erfahrungen schon gemacht. Genau, wir jetzt genau an, ohne dass ich das vorher mitgeteilt bekomme. Ich weiß ganz genau, der Telefonanruf, das ist mir selbst schon wiederholt geschehen, Ihnen möglicherweise auch. Es gibt nur wenige Menschen, die an solche Erfahrungen nicht verbunden ist, die jetzt zum Telefon greifen und genau wissen, schon vorher, bevor sie Informationen bekommen haben, der ist jetzt am Telefon und der sagt, wenn ich das verpasse. Wenn ich dagegen ein wissenschaftliches Experiment mache und einem sage, du setzt dich jetzt vor das Telefon und du schreibst mir genau auf, wer angerufen hat oder wer anruft, um zu prüfen, ob das stimmt, dass man eine Vorahnung hat, wer anruft, dann geht es das Experiment mit Sicherheit in die Hose. Das heißt, die Wissenschaft ist in gewisser Weise anachronistisch zu diesen Erfahrungen, die wir machen. Wenn wir uns solche Erfahrungen öffnen, können wir nicht mit rationalen Überlegungen an die Sache herangehen, sondern muss eine gewisse Voreingenommenheit haben und den Augenblick so erfasst, ohne dass man ihn unbedingt erfassen will. Man muss sich öffnen, Erkenntnissen, die man normalerweise eben wissenschaftlich gar nicht verstehen kann. Ich habe selbst mit einer Gruppe in einer Menschen-Universität über 10 Jahre geforscht, um zu verstehen, was Bewusstsein ist. Und dabei stellt sich immer wieder heraus, in diesen wissenschaftlichen Untersuchungen von verschiedenen Disziplinen, Geisteswissenschaftler, Chemiker oder auch Biologen, Mathematiker, Physiker, dass wir die Kommunikation, die wir empfangen, die wir verwerten, wissenschaftlich nur sehr schwer verstehen können. Einfach deshalb, weil die Erkenntnisse, die wir gewinnen können, einfach nicht mehr begreifbar sind. Sie müssen in anderer Weise erfasst sein. Man muss sich den Dingen öffnen und muss sich den Luxus erlauben, gelegentlich auch einmal an etwas zu glauben, was man wissenschaftlich nicht beweisen kann. Die Realität ist so umfangreich, so kompliziert, dass wir von dem, was wir erfassen, eben nur einen Bruchteil überhaupt verstehen können. Das gehört auch zur Wissenschaftlichkeit, dass man erkennt, dass wir einen Großteil gar nicht verstehen können. Wissenschaftlichkeit heißt auch, der Rationalität dadurch zu dienen, dass man die Wahrheit oder die Realität voll erfasst und nicht Forderungen stellt, die nicht berechtigt sind. Ich will damit nicht sagen, dass die Wissenschaft falsch ist. Sie ist notwendig. Sie gehört dazu. Unsere Technik, alles, was daran passiert, ist wissenschaftlich ergründet worden. Wir werden mit Sicherheit nicht so weit entwickelt, wenn wir die Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaft verdammt hätten. Aber man muss auch in der Wissenschaft bei der Realität bleiben. Zu dieser Realität gehört eben, dass man sich Dingen öffnet, die wissenschaftlich nicht verständlich werden. Das ist kein Zeichen einer Schwäche, sondern das ist das Zeichen einer Stärke. Die Schwäche hat uns nicht nur technische Errungenschaften geliefert, sondern diese Schwäche hat uns auch geliefert, dass wir heute in einem Zustand sind, indem wir durch die Wissenschaftlichkeit extrem frevelhaft werden. Ja, man kann fast sagen, wir sind oft nicht weit von der Kriminalität entfernt, wenn wir uns nur auf Wissenschaftlichkeit stützen. Das ist eine der Konsequenzen aus dem, was ich gesagt habe. Ich denke jetzt beispielsweise daran, von 1990 bis 2000, das hat sehr konkrete Konsequenzen, in 10 Jahren, ist in den Vereinigten Staaten die Krebsmortalität, also die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu sterben, die Zahl der Patienten, die an Krebs gestorben sind, in allen Krebsarten um 15% angestiegen. Um 15%.
möchte nicht sagen, wie viel Todesopfer das gekostet hat. Und zwar durch eine Verbesserung der Wissenschaftlichkeit. Durch eine Verbesserung der Wissenschaftlichkeit. Durch die technischen Möglichkeiten. Man hat Tumoren bekämpft, radikaler bekämpft, erfolgreicher bekämpft. Die Wissenschaftlichkeit hat gesagt, je weiter man einen Tumor ausrotten kann, umso sicherer kann der Patient dem Tod entgehen. Genau das Gegenteil ist uns aufgetreten. Je radikaler man gegen Tumoren vorgegangen ist, und das war die Ursache für diesen Eklat, je erfolgreicher der Tumor behandelt worden ist, umso mehr Patienten sind daran gestorben. Je aggressiver man dagegen vorgekommen ist, je aggressiver man, je erfolgreicher die Wissenschaftlichkeit war, umso mehr Menschen wurden geopfert. Ich sage das nur jetzt im Vergleich zu den Fällen, in denen Heiler versucht haben, Tumorkranke zu retten. Ich weiß nichts davon, dass sie mir Heiler Tumorkranke zu retten versucht haben. Umso mehr Patienten sind dann da gestorben. Da gibt es keine solche Statistik. Ich sage nur, wenn man mal die Dinge gegeneinander aufbiegt, wie sich die Verhältnisse dann auch zurechtrücken lassen, dass wir also immer einen Fehler machen, wenn wir sagen, Wissenschaftlichkeit ist richtig, Heiler oder solche Phänomene, die wir nicht verstehen, sind grundsätzlich falsch. Das stimmt. Wir müssen umdenken. Wir müssen die Fähigkeit haben, also auch als Wissenschaftler, uns von diesen Prämissen zu entfernen, weil sie auch von der wissenschaftlichen Seite her rational begründet sind. Ich bin Wissenschaftler, aber ich habe nie verstanden, deswegen Rationalist oder auch Irrationalist zu werden. Sondern für mich gilt einfach das, was ich belegen kann, was zur Realität gehört, die ich einfach akzeptieren muss. Nun, ich sage Ihnen, warum oder wie diese 100.000 chemischen Reaktionen in der Zelle gesteuert werden, wie ein biologisches System es fertigbringt, 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde in der Zelle zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu steuern. Und warum die Wissenschaft das nicht sagen kann. Es sind Lichtquanten, die notwendig sind, um eine solche chemische Reaktion zu steuern. Eine chemische Reaktion findet dann und nur dann statt, wenn die Moleküle, die miteinander vereinigt werden, vorher angeregt werden oder aktiviert werden. Man muss ihnen Energie zuführen, und zwar Energie in Form von Lichtquanten, von Photonen. Diese Photonen existieren auch. Wenn diese Photonen in der Zelle nicht vorhanden wären, würde gar nichts passieren. Das merkt man dann, wenn man zum Beispiel eine Zelle abkühlt, meinetwegen auf 0 Grad Celsius, also das genügt schon, da findet keine chemische Reaktion mehr statt, obwohl noch die gleichen Moleküle vorhanden sind. Warum? Weil die Anregbarkeit dieser Moleküle nicht mehr vorhanden ist. Die Chemiker haben das bis heute nicht registriert, obwohl es, und das kann ich nachweisen, in jedem ihrer Lehrbücher steht, wenn es ein gutes Lehrbuch ist, dass Moleküle nur dann chemisch reagieren, wenn mindestens eine dieser Moleküle vorher mit einem Lichtquant angeregt worden ist. Und diese Lichtquant existiert. Wir messen sie. Ich messe sie seit 30 Jahren. Und da kommt ein weiterer Punkt hinzu, den die Heiler normalerweise nicht haben. Sie verschließen sich so Erkenntnissen. Die Wissenschaftler verschließen sich den Erkenntnissen einfach deswegen, weil sie diese Lichtquanten gar nicht messen können. Sie haben keine Instrumente. Also das Instrument kostet, wir haben das erste Instrument hier in Deutschland gebaut, ungefähr 50.000 Euro. Und die Wissenschaftler sagen, wie kommt jemand auf die Schnapsidee, nun in einer Zelle Lichtquanten zu messen?
Es gibt so viel Licht auf der Welt, warum muss man jetzt unbedingt die Lichtquanten in einer Zelle messen? Aber die sehen, dass sie diese Steuerung vornehmen. Und ohne die läuft diese Steuerung gar nicht ab. Und ohne die geschieht auch dieses Wunder nicht. Das ist ja praktisch ein Wunder, dass in einer Zelle nun jedes dieser Lichtquanten zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ein Molekül aktiviert. Ich will damit nicht sagen, dass die Lichtquanten jetzt sozusagen esoterische Eigenschaften besitzt. Nein, das kann physikalisch sehr gut verstanden werden. Aber der Chemiker kümmert sich gar nicht darum. Das gehört nicht zu seinem Gebiet. Damit hat sich die Sache für ihn erledigt. Diese Verwirrtheit, diese Unwissenschaftlichkeit, die den Heilern vorgeworfen wird, die als nicht wissenschaftlich, als unwissenschaftlich geprägt und markiert wird. Diese Unwissenschaftlichkeit zeichnet heute die sogenannte Wissenschaft aus, die sich von diesen Erkenntnissen verschließt, weil entweder sie schlecht verständlich werden, weil sie nicht zum Fachgebiet gehören oder weil sie kein Geld bringen. Das kommt auch noch dazu. Den Heilern wird man vor Scharlatan sozusagen. Ich frage deswegen, ob nicht genau das, was man den Esoterikern, den spirituellen Menschen vorwirft, in besonderer Weise auf die Gegenseite, auf diese Wissenschaftlichkeit zu treffen. Ich will das nicht verallgemeinern. Ich kenne sehr viele Wissenschaftler, die genau so denken wie ich auch, die einen weiteren Horizont sich erschließen. Das gehört auch zur Wissenschaftlichkeit, einen immer größeren Horizont zu erschließen. Und nicht von vornherein zu sagen, das bringt mir nichts. Oder da kommt nichts dabei heraus. Oder das ist unwissenschaftlich und so. Führt uns nicht weiter. Nun, wir haben unsere Lichtquanten auch gemessen und wir wissen heute, dass diese Lichtquanten uns einen neuen Horizont eröffnen, auch für Gebiete, die sich der bisherigen Wissenschaft verschlossen haben. Wir wissen, dass die Wissenschaft nur sich diesen Dinge nicht verschließen darf, sondern akkurat und sehr, sehr seriös versuchen sollte, diese sogenannten spirituellen Erfahrungen auch zu verstehen. Und eine Wissenschaft, die seriös ist, versucht, diese Dinge zu verstehen und versucht nicht von vornherein zu sagen, das ist Hokus-Pokus, da meine ich nicht. Wir haben ein Jahr lang Heiler untersucht. Wir haben ihre Heilwirkungen messen können. Wir sind in der Lage, solche Erfolge auch zu objektivieren. Das gehört in der Wissenschaft. Objektivität heißt, die Rationalität wirklich voll einzusetzen und die Realität so zu erkennen, wie sie ist. Wir wollen uns ja nichts vormachen. Man kann sehr seriös bleiben, ohne dass man sofort in Gebiete abdriftet, die sich unserem Verstand verschließen. Und die Wissenschaft muss auch solche Fragen beantworten können, sie muss sich solche Fragen zuwenden. Sie muss in der Lage sein, zumindest nachzuweisen, ich habe mich darum bemüht und ich habe es nicht verstanden. Und es gibt eine Unmenge von Dingen, die wir rational einfach nicht verstehen können. Das, was wir bisher verstanden haben, ist ja nur ein Krümelchen von dem, was wir als Wahrheit bezeichnen. Das, was wir nicht verstanden haben, das ist die Majorität dessen, was wir, dem wir ausgesetzt sind. Das beginnt schon bei Kleinigkeiten. Wenn ich heute einen Diplomanten oder einen Doktoranden oder sonst einen Wissenschaftler, auch einen Universitätswissenschaftler, der eine hohe Position hat, möglicherweise ein Institut leitet, wenn ich den einfachste Fragen stelle, zum Beispiel den, was passiert in der Zelle mit diesen 100.000 Reaktionen, dann wird er passenlustig, dann wird nicht wissen, was passiert. Das ist eine sehr einfache Frage, das ist eine elementare Frage. Es gibt unendlich viele solche kleinen Fragen, die ich da nicht beantworten kann. Angesichts einer solchen Situation ist es natürlich sehr notwendig, Schritt für Schritt weiterzugehen
und neue Gebiete zu erschließen und unter anderem auch herauszufinden, können Heiler wirklich eine Wirkung erzielen, haben sie überhaupt die Möglichkeit, eine Heilung durchzuführen, gibt es solche Naturtalente, kann das möglicherweise jeder, wie können wir die Potenziale der Heiler nutzen, um der Menschheit zu helfen, letztlich geht es ja darum, diese Potenziale für die Heilung der Menschen zu nutzen. Dafür zu sorgen, dass eben die Wissenschaft nicht einen Fehler nach dem anderen macht, wie zum Beispiel jetzt bei dieser amerikanischen Situation, in der 15% der Krebserkrankungen angestiegen ist durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Kann man solchen Menschen vielleicht dadurch helfen, dass man nicht Tumoren aggressiv behandelt, sondern dass man in jedem Fall auch einen Heiler zulässt, der eine Zuwendung, diese Zuwendung wird auch von der Wissenschaft nicht bestritten, eine Zuwendung einsetzt, um zu heilen. Aber ist eine Zuwendung immer eine Placebo-Zuwendung? Kann man das damit abtun, dass man sagt, das ist reiner Placebo-Effekt? Einem Patienten ist es ziemlich egal, ob er einen Placebo-Effekt gehalten hat oder nicht. Ja, mir scheint es sogar so, dass heute die Patienten lieber unwissenschaftlich geheilt als wissenschaftlich behandelt werden wollen. Das heißt, bei Wissenschaft ist Vorsicht am Platz, und wenn dann spirituelle Dinge ins Spiel kommen, dann haben die oft ein Gespür dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass sie wirklich geheilt werden kann. Die Wissenschaft verzerrt diese Realität, indem sie einfach sagt, das ist ein Placebo-Effekt. Also der Effekt dann nicht mehr wert genug ist, dass keine Wertigkeit mehr hat. Ein Placebo, was ist überhaupt ein Placebo-Effekt? Fragen Sie mal einen Wissenschaftler, was ein Placebo-Effekt ist. Sie werden keine vernünftige Antwort geben. Der weiß es einfach nicht. Aber allein das Wort Placebo-Effekt bedeutet für ihn, dass es von minderer Qualität hüten die vor Placebo-Effekt. Immer wenn jemand einen Effekt auslöst, der ein Placebo-Effekt sein könnte, laufen davon, dann bist du wissenschaftlich, aber möglicherweise schnell tot. Und diese Alternative ist es, diese Zangen unserer Vernunft werden ständig in Mitleidenschaft gezogen und gebrandmarkt und verächtlich gemacht und verzerrt gewisserweise. Wir kommen nicht an die Quellen dieser Wahrheit heran, weil diese Aufteilung in Wissenschaftlichkeit und Unwissenschaftlichkeit und Spiritualität und Realität, weil diese Aufteilung immer wieder unsere Gesellschaft spaltet. Und wir müssen uns überlegen, ob wir nicht ganz bewusst ständig gespalten werden. Dass wir in unserer Nation geteilt werden in Menschen, die ernst genommen werden dürfen und solche, die man auf keinen Fall ernst nehmen darf. Man muss jeden Menschen ernst nehmen. Jeden, egal was er sagt. Denn wenn man immer einer etwas sagt, dann kommt das aus seiner inneren Bewusstheit. Und das ist immer ernst zu nehmen, egal was sich dahinter verbirgt. Das muss ernst genommen werden. Das ist die Basis unserer Kommunikation. Und auf dieser Kommunikation beruht es, dass wir überhaupt Menschen, uns als Menschen entwickelt konnten, dass wir ein Bewusstsein entwickeln konnten. Was ist Bewusstsein? Fragen Sie mal einen Wissenschaftler, was Bewusstsein ist. Ich war 10 Jahre jährlich immer in bestimmten Zeitperioden an der Princeton-Universität und habe mich mit diesen Fragen des Bewusstseins beschäftigt. Und ich sage Ihnen, wenn heute einer sagt, er weiß, was Bewusstsein ist, dann weiß ich, dass er mir